Ja. Oma Roswitha, Gleich Alte. alles rausgenommen. Gib dir gleich mal Oma Cosvita. Die Manchmal habe Kosmetik-Stylist ich jetzt gar Artist. nicht drauf Nein! geachtet. Deine Mutter fuckt auf dem Weg. Ich habe noch gar keine Kartoffeln, Mutter ne? fuckt auf dem Weg. Ist doch das neue Lied, alle meine Entchen fucken auf dem See. Ne, auf dem Weg. Ja. Alle meine Entchen, the fucking Weg. Fucken Weg. The fucking Weg. Fuck mal auf dem Weg. Fuck mal auf Fucken dem. mit dem Ja, die Degen fuck in mal auf dem den Weg. Weg vom Degen. Jetzt auch noch in den Weg. The fucking Weg. Tüte, Alter. Hört denn? Ja, das weißt du doch selber nicht. Das ist ja unbegreiflich, was du da von dir gibst. Ihr sagt jedes Mal, Tite, was los mit dir? Und ich heiße immer noch TT Gamer, denke ich mir dann. Nee, du heißt Titte. TT Ich heiße Gamer. ja jetzt Mitchell LP. Wenn es nach dir geht, dann bist du der Titte. Ganz Ja, einfach. wenn, okay, dann nenne ich dich nicht mehr Mitchell LP und du mir nicht mehr Tite. Alles klar, Titte. Alles klar, Michel LP. Michael LP, jetzt haben wir noch was Neues. Na toll. Werde niemals meine Unabhängigkeit an so einen bösen Clown verkaufen. Das Maul. Halt deinen Lippenwerk Mund aufmache. Halt dein Lippen. Was? Was war da Lippenwerk für was? Mund aufmache. Mund aufmache. Lippenwerk Mund aufmache. Geil. Können wir jetzt auch in den Duden schreiben, dann ist es auch ein Wort für Mund. Lippenwerk Mund aufmache. Das ist jetzt auch ein Wort, was in Deutschland toleriert wird. Na, das sollte in Deutschland verboten werden. Weil andere Menschen das nicht schaffen, Mund zu sagen. Lippenwerk Mund auf, weil ja, weil Mund auch so viel einfacher ist als Lippenwerk Mund aufmache. Also, weil Lippenwerk Mund aufmache so viel einfacher ist als Mund, meine ich natürlich. Du bist so kaputt im Kopf, ne? Warum, wer ist kaputt im Ja, du Kopf? bist Das kaputt möchte ich. im Kopf. Ja. Ja, Ja, komm ja. schon. Oh, ich habe Fickelotscher da gefunden. Was? Was? Das habe ich auch, schon dreimal. Oh, das ist voll gut, Sepp. Was Da ist ist mein. das? Kennst du Das nicht Fickelotsch Diamant. schon mal? Das ist Fickelotscher schon mal, das ist Diamant. Wo heißt das jetzt in Fukushima? Da Fickelotscher schon mal. Fickelotsch Kennst du aus das nicht? Fukushima. Da Fickelotscher schon mal. Tut mir sehr leid, aber nein, das kann dich nicht. Ja, siehst du, jetzt habe ich dich Wieso? wieder gebildet. Wisst ihr, aber der Mitchell, der ist halt auch so bildungsfern. Der kennt die Fickelatsche mal halt nicht. Ah, ne, mit Doppel-T. Verzeiht ihm das. So. Fickelatsche mal. Ne, nicht wie die, Piccolocci, ne, nicht wie die von Hitchler. Die sind von einem eigenen Verlag, die Fickelatsche. du bist doch behindert, Junge. Das meine ich auch wirklich ernst. Ja, Ich ich glaube dir weiß. alles, was du sagst, dass du das ernst meinst. Da bin ich mir sogar sicher. Das ist ja das, was das alles so traurig macht, hätte. Durch Ja, verlasse ich finde mein das auch sehr Zuhause. trau. Ich finde das auch sehr traurig, dass du nicht reden kannst. Alter, hab ich mich erschrocken, du scheiß Zombie, Ich Alter. hab ja noch voll viel Holz. Boah. Alter, ich erschreck mich aber auch immer so richtig hardcore. Das sah aus, der Zombie, ne? Der sah bei mir aus gerade wie in Zelda Ocarina of Time, diese komischen Würstchen, die da hängen in dem Wal, weißt du, bei der Roto. So sah mein Zombie aus. Wie diese Ja. Würstchen, die von der Decke hängen, diese Deutschländer. Immer aufhören, irgendwelche Würstchen an die Decke zu hängen. Was? Du kennst sie doch Da kannst du selber. mit Zigarettenhülsen machen, aber nicht mit Würstchen. Ey, jetzt leugnet der Sepp die Existenz der Würstchen in Ocarina of Time. Das ist unglaublich. Stimmt, boah, Inventory Tweak habe ich immer noch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, normal hat wir das auch nicht haben. Das wollte ich mir aber noch holen. Das gab's irgendwo, habe ich gehört. Das kann man Ach. sich downloaden oder Ja, so. das ist ein Nee. Server-Plugin. Das musst du dir eigentlich selber schreiben. Ja, gut, dass ich das noch nicht gemacht habe. Da Oh, hätte man warte mich mal. wieder um meine Zeit betrogen. Oh, Leute, Gut, dass das. der Sepp mir das gesagt hat. Ey, Mitchell, ich zeig dir jetzt gleich mal Zauber. Ich guck mal bei dir aus dem Fenster raus. Ich kann Sagst nicht, du ich brauch. hast jetzt irgendwie eine Lichtanlage Egal, aufgebaut? geh mal bei dir vor die Tür und guck mal so zu mir hin. Wisst ihr? Warte doch mal! Wo Sepp, Alter, du bist immer so schnell. Du bist immer so der Piccolocci, mal guck. Fastman. Ja, ich bin nicht der Baum. Fickelatschema. Baum! Wie groß ist der? Der ist ja voll mini. Ja, Der voll ist schlecht. Dschungelbaum, ne? Ja, gesehen.
Oh, jetzt ist ja wieder schlecht. Gepflanzt, sauber. Voll am Cheaten. Ich glaub, meine Musik ist aus. Was soll ich tun? Boah, Alter, was soll ich vergessen hab. Ja. Ich hab gleich das ganze Inventar voll. Ja, ich auch. Ich hab schon so viel gesaved, das glaubst du gar nicht, Sepp. Wenn du siehst, was ich alles gesammelt hab, ne? Ich sag dir, da weiten sich deine Augen wie die einer Katze, die gerade vorm brennenden Auto steht. Ja. Meine Axt ist kaputt. Ja, mach dir halt einen Zent. Damit ihr nicht. Ich gleich aus Versehen mein Haus abbau. Aus Versehen, sagst du, ne? Ja, aber passiert. Aber mir sagen, ich bin voll daneben, ne? Und er sagt, aus Versehen will er sein Haus abbauen, weil er zu klein ist. Das kann man ja mal übersehen. Wenn er aus Holz ist. Nee, das geht nicht. Das ist. Aus Versehen. Da hat er den Platt matt drin da und dann baut er einen Baum ab und über seinem Baum war aus Versehen sein Haus und dann hat er aus Versehen sein Haus mit abgebaut, weil das Haus so klein ist, dass man das aus Versehen schon mal übersehen kann. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht, dass du dein Haus aus Versehen abbaust? Meins ist aus Stein, da kann zum Glück dieser Mob nicht greifen. Ich baue mir jetzt ein Haus aus Holz und zeige dir, wie man das aus Versehen abbauen kann. Da bin ich gespannt. Für die Aktion komme ich dich dann auch extra besuchen. Ja, ich bin jetzt gleich schon fertig. Ja, ich noch nicht. Festhaus. Ich habe meinen Stollen wieder gefunden. Es kann sich noch um wenige Minuten handeln. Das müsste eigentlich klappen, was ich jetzt hier vorhab. Also kann aber dauern, Web. Ich bin gerade neue Gebiete am Entdecken. Ich glaube, ich habe gleich das Higgs-Boson gefunden. Ja, ich auch. Und wenn ich das gefunden habe, dann kann ich euch die Masse erklären. Und dann wisst man endlich, warum der Mitchell immer an der Decke hängt. Ne, das geht echt nicht, was? Okay. Weil der Mitchell, der ist so ein ganz nachtaktiver. Wenn ich morgens zur Schule gehe und gucke, was los ist und so, da sehe ich mal Stream jetzt online. Und dann weiß ich, dass der Mitchell wieder nachtaktiv war. Und das hängt damit zusammen, dass der Mitchell ein Problem mit der Masse hat. Ach, okay. Jetzt habe ich das verstanden. Guck mal, meine Axt, ich habe die jetzt zweimal benutzt und ist fast kaputt. Klatsche mal. Also der Zimmermod, der rechnet das schon mit ein, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, Sepp. Ich muss jetzt mal Feuerzeug holen, aber das bringt nicht so viel, wenn das rechnet. Also mit anderen Worten, sehr interessant, dass der Mitchell halt immer so lange streamt, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr eigentlich davon? Findet ihr das gut? Denkt ihr euch manchmal auch, der Mitchell hängt ein bisschen zu oft an der Decke oder was ist da los, ne? Würde mich mal sehr interessieren, was ihr davon haltet und was ihr auch dazu sagen würdet, wenn euch jetzt jemand auf der Straße, stellt euch vor, ihr seid gerade im Interview und euch fragt halt einer immer, was hältst du denn davon, dass der Mitchell immer streamt? Und dann könnt ihr jetzt mal sagen, was ihr davon haltet. Und wie die Abstimmung, je nachdem wie die Abstimmung dann abfällt. Abfällt? So in der Richtung macht der Mitchell dann... auch weiter mit seinen Streams. Also wenn die jetzt so ausfällt, dass ihr sagt, ihr findet das nicht gut, dann macht der Mitchell das auch nicht mehr. Ja, das streamt ja nie mehr. Dann streamt er auch wirklich gar nicht mehr für euch. Das ist halt jetzt so ein Privileg, was auch jetzt nur ihr habt, weil ja, nur voll Prestige. Ihr... Nur, ja, Prestige bei Battlefield und so, das auch, aber... Ja, dann werde ich automatisch Prestige bei Battlefield. Ja, und dann ist das auch gut, weil wenn der Mitchell da Prestige ist, dann ist das so wie mit einem Partnerstatus. Dann kann er nämlich automatisch mehr Prestige-Level in einer... Bei dem Titel könnt ihr ganz viel lernen. Ja. Zum Beispiel die absolute Verdummung. Ja. Das ist alles, das sind Sachen, die kann man nur beim TT lernen. Das ist einfach, weil ich meine eigenen... Ja, genau das. Das ist das. Hier war gerade ein Creeper. Der Erkenntnis und so. Hier war gerade ein Creeper, ich musste das machen. Das ist doch aus mir rausgekommen gerade. Der Creeper ist so aus dir rausgekommen gerade. Nee, der nicht, aber diese Geräusche. Also... Auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid mit der Abstimmung. Erinnert mich dran, wenn ich es vergessen habe, auf Facebook nochmal eine Abstimmung machen, ob der Mitchell noch streamen soll. Und dann können wir da zusammen entscheiden, ob der das machen soll oder ob der lieber seine Karriere als Pro-Battlefielder Prestiger an den Nagel hängen soll. Ich spiele auch gar kein Battlefield im Stream, das ist ja das Lustige daran. Ja, und wenn der gar kein Battlefield mehr spielen soll, dann könnte er das auch schreiben. Weißt du, wer da zockt? Battlefield 3, der Mitchell-LP. Oh. Der Mitchell-LP, das ist halt auch einer, der streamt immer mal auf YouTube. Ja.
Der also macht wenn halt er, immer mit seinem komischen Hangout. Genau, mit seinem Google Plus, weil ist ja der ganz seine Webcam hält er dann einfach an den Monitor so und zockt. Ja, muss er aber auch, weiß, weil der Mitch, der ist ja ganz Prestige. Da hat man, als Prestige hat man natürlich Google Plus, ne? Das hat ja sonst auch keiner. Und deswegen hält er das, wie der selbst schon erklärt hat, der hält seine Kamera an den Monitor und jetzt haltet euch fest, an den Monitor, um dann Let's Plays in höchster High Definition zu machen. Und dann stellt ihr die online und dann fragt ihr immer offline bei größeren Let's Playern nach, ob die dem mal sagen können, ob die Quali gut ist. Und dann geht er immer heulen, aber das ist weil auch ganz er keine wichtig, Antwort das ist auch ganz bekommt. Wichtig, dass er das bei größeren fragt. Der fragt das, aber der Mitchell, also der Mitchell-LP, der fragt das bei größeren, aber der Michel-LP, der fragt das auch manchmal bei kleinen. Und die geben dem dann auch noch eine Antwort und sagen, das wäre voll gut. Und deswegen fühlt er sich bestätigt in seiner Art und Weise manchmal, aufzunehmen. Manchmal fragt er auch sich selbst. Manchmal fragt er sich selber, da schreibt er sich auf YouTube eine Nachricht selber. Und da wundert er sich, warum er nicht antwortet, wartet. Ich antworte ja auch da drauf. Ich weiß ja. Sagt, hör mal, warum antwortest du denn nicht? Ich hab dir doch eine Frage gestellt. Ja, dann hab ich die, dann krieg ich ja die per Ende und dann sag ich, ja, was weiß ich, keine Ahnung, was willst du denn von mir? Ja, ja. Ich schreib da mal und dann vergesse ich direkt wieder, dass ich das selbst geschrieben habe. Das sind eh die besten Leute. Also wenn er so welche auf YouTube trefft, die würde ich schon mal nicht gucken. Die versucht mich zu boykottieren, ja, das ist ja... ist untergründige Propaganda. Deswegen, die Abstimmung läuft noch. Der Kopf läuft ab, Alter. Aber ihr müsst mich dran erinnern, wenn ich die vergessen haben sollte. Der TT ist ja bisher der Volleyball-Gamer. Der Volleyball-Gamer? Oder der Basketball-Gamer. What the fuck, Alter? Der Fußball-LP. Der LP-Gamer? Fußball-LP, ja. Warum bin ich denn der Fußball-LP? Das ist der Schmumsen, aber doch nicht ich. Oder Matschbrocken-LP. Oder Matschbrocken-LP. Naja, Matschbrocken-LP. Jetzt holen sie hier die ganz großen Feinheiten heraus im Matschbrocken-LP. Okay, ich nehme die Idee mit dem Gravel-Pick wieder zurück. Jetzt kannst du dir einen anderen Namen aussuchen. Ja, dann nehme ich halt den Kiesgruben-LP, ja und? Kenn ich nix. Jetzt bist du still, ne? Aha. Nenn ich doch Pissgrube. Das ist viel besser. Da ich ja die ganze Zeit zuhöre, habe ich eh die ganze Zeit das Gefühl, ich weiß eh gar nicht mehr, was ich sage. Was will man da nur sagen? Ja, ganz. Da sehen wir also schon wieder ein weiterer Grund dafür geliefert, bei der Abstimmung mitzumachen. Und zu entscheiden, aua, ob der Mitchell enchanted werden soll. Ja. Alter. So ein Gehirndurchfall wie der kann man gar nicht haben. Ach, Creeper, hallo, was, ach, drei was Stück. Mit mir. Wird mir wieder was vom Gehirnfall erzählt oder sowas? Ich kenne nur Wasserfälle. Aber Gehirnfälle sind mir nicht bekannt, Sepp. Was ist das? Gehirndurchfall. Ja, was soll das denn sein? Wenn etwas durchfällt, dann fällt das ja runter. Also muss das ist einfach dein Gehirn, das hat irgendwelche Abspacks. Ja, aber irgendwo muss ja dann dein ein Loch. Gehirn also hat ist auch in meinem Kopf, das hat Abspacks im Kopf. Dein Hirn hat Abspacks. Also Moment, im Kopf. Moment. Wir wollen das jetzt nochmal ein bisschen und weiter. Fällt durch Moment. Deinen Mund raus. Ach, du hast du Gehirndurchfall. Da sehen wir auch dann, wo das Loch ist. Das Loch ist also im Mund. Und durch den Mund, durch die Mundstuhlanlage. Mundstuhlanlage. Da fällt das dann durch und Scheiße, ey. Da wird das dann rausgebracht sozusagen oder was? Wird da rausgedrückt. Aber warum wird das jetzt und wo genau ist der Muskel zum Drücken? Deinem Anus. Hä? Ja, aber die Schließmuskel, der ist mit deinem Mund verbunden. Aber die liegen doch geografisch ganz woanders. Ja, ist egal, du bist ja nicht normal. Du kannst ja nicht die Anatomie von normalen Menschen bei dir anwenden. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen, Titte. Das verstehe ich nicht. Da musst ja so, du jetzt aber AMD und Intel vergleichen. Was ist denn bei dir los? Was, Geografik und Intel? Ja, weißt du nicht, wo das ist, Intel? Ja, doch. Weißt du nicht, wo das liegt? Bei uns um der Ecke, das ist Intel Hotel. Oh Junge, aber die ist irgendwas nicht in Ordnung. Was soll denn mit mir nicht in Ordnung sein? Da sagt einer, der mir da ganze Zeit einen erzählt von vom Streamen und vom morgens, wenn ich aufstehe, dann der da irgendwie bis 18 Uhr pennt oder so, ja?
Ja, wenn man morgens aufsteht, dann pennt man schon mal bis 18 Uhr, ja. Kommt schon mal vor. Ja, das kommt schon mal vor. Ja, wenn ich aufstehe, meine ich, dann ist der ja immer noch wach. Ja, nicht immer, manchmal. Doch, immer. Immer. Ich mache ein Video darüber das nächste Mal. Ist schon mal aufgefallen, dass wir nie pennen? Echt nicht? Nein. Stimmt, bisher waren wir noch nicht pennen. Deswegen mache ich das ja immer in Minecraft auch so. Ja, wollte ich gerade sagen, weil du immer aufbleiben willst wegen deinem Dorf. Das ist bestimmt beim Sepp auch so. Der geht nachts raus ins Dorf und irgendwie und klaut im Rewe Sachen oder so. Ja, manchmal. Ja, manchmal. Wenn mir langweilig ist. Boah. Der Mitchell-LP nicht zu erreichen ist. Ja, Mitchell-LP ist aber... Ja, stimmt, der streamt ja auch. Aber vielleicht wird sich das ja demnächst ändern. Was ist eigentlich mit dem Mitchell 88? Hast du mal von dem was gehört? Wer ist das denn? Mitchell, das war, glaube ich, so ein Streamer auf YouTube, glaube ich, auch, ne? Der war auch immer mit seinem Hangout da oder so, ne? Ja, das ist auch so ein Hangout, ey. Weißt du, was ein Hangout-Chat-Ding ist? Das ist immer noch Chat-Roulette, weil da hängt auf jeden Fall...